auf. Wir kurbeln nochmal. Kurbel, kurbeln. Okay. Man muss ja erstmal vorher wissen, wo man hin muss, bevor man hier die Kurbel kurbelt. Ich meine, dass das Ding nach oben geht. Ich weiß es doch. Wenn bevor man die Kurbel kurbelt, hatte man ja kaum Zeit, sich umzusehen. Und man wusste ja nicht, was passiert. Aber jetzt wissen wir es. Oh, halt dich doch fest. Danke. Was denn? Moin, Supermarillos. Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Weiter geht's mit Uncharted. So, wir sind immer noch in der zweiten Hauptstadt, in der richtigen Hauptstadt. Wurden von Asafs Männern überrascht und haben uns durchgekämpft. Hier draußen. Irgendwo muss es einen Weg in die Stadt geben. Ja, wie kommen wir denn in die Stadt? Nein, wir können ja mal an die Säule da hüpfen. Und dann einfach mal versuchen, darüber zu kommen. Beispiel. Wow, da oben. Asaf hat wohl keinen Eingang gefunden, also hat er einen gemacht. Man sollte annehmen, dass Asaf mehr Respekt für diesen Ort hat. Asaf respektiert nur Asaf. Hier ist ein Schatz irgendwo. Ich glaube, ich gehe drauf zu. Hätte nie gedacht, etwas Eindrucksvolleres als Halebit zu sehen. Irgendwie schade, dass Belor der Welt verborgen ist. Tja, jetzt wissen wir warum. Ich höre den Schatz rechts. Er muss da unten sein. Wie kommt man da hin? Hier und dann rechts. Jo. Danke. Oh. Dass sie das auch sieht im Wasser. Was? So. Hier können wir vielleicht mal ein bisschen hochklettern. Und hier weiß ich ja nicht. Noch ein Gott? Wahrscheinlich einer der Hoysala-Könige. Wie viele Könige hatten sie damals? 11. Der junge König war der letzte der Linie. Tja, sein Plan hat geklappt. Er rettete die Stadt vor dem Perser. Sollte die doch langsam mal wissen, dass es 11 Könige waren, oder? Ah, jetzt kommen wir da, da hinten hoch. Eine Sekunde. Wir schwingen mal ein bisschen. Dann mal los. Hier geht's lang. Wow. Hier nicht hoch. Ah, warte mal, das ist eine Wand hier. So geht's. Hier auch. Und dann sind wir oben. Das ist eine gewaltige Stadt, ey. Es wird immer beeindruckender. Verdammt! Der Eingang wurde gesprengt. Es muss die Explosion gewesen sein. Es muss einen anderen Weg geben. Sie wollen uns aufhalten. Ja. Das war ein geiles Gespräch. Richtig geiles Gespräch. Okay, wie kommen wir da rein? Was haben wir denn da hinten? Da ist doch noch irgendwas hier, oder? Kann man da reinschleichen? Sieht dunkel aus. Hier drin, Nadine. Schmeckt lecker. Hier können wir doch rein. Beeilung! Wir müssen die anderen einholen. Ich sehe sie. Hier ist auch irgendwo ein Schatz. Wir haben leider keine schallgedämpfte Munition mehr.
Anlauf. Drüben sollte noch ein Schatz liegen. Die Stadt ist groß. Es muss noch einen Weg geben. Da ist der Schatz. Hier? Ein Bad? Oder ein Brunnen. Vielleicht beides. Jetzt haben die natürlich den ganzen Scheißeingang in die Luft gejagt. Das heißt, wir versuchen es mal unter Wasser. Erinnert mich immer an Tomb Raider, wenn ich mit der Chloe hier durch das Wasser schwimme irgendwie. Bei Tomb Raider muss man ja auch gelegentlich mal schwimmen. Da ist aber viel Strömung. Hier scheint es einen Schatz zu geben. Da oben, das ist ein Wasserreservoir. Hör den Schatz hier. Höre den Schatz, aber ich weiß nicht wo. Komme. Ist er nicht hier irgendwo? Da. Habe ich ihn genommen? Jo. Was ist das? Ich bin eine Biene. So. Hier geht's auch nach draußen. Draußen ist immer besser als drin. Was um Himmels Willen ist das? Regal. Von Ikea. Was ist das? Eine Ukulele. Sita? Wiener. Eine entfernte Verwandte der Sita. Spiel mal was. Vielleicht gab es hier Aufführungen. Dass es sich so lange hält, das Zeug. Fraser, hier drüben. Wow. Warte mal, da vorne ist ein Schatz. Erstmal zum Schatz. Ein alter Kamm. Ja, jede Menge Krempel, ne? So, wo ist sie denn? Nadine. Nadine? Wow. Ein Horn. Lass mal reinpusten. Sieh dir das an. Unglaublich. Das ist ein Altar oder sowas. Der Stoßzahn. Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die? Dass du sicher bist. Asaf darf den Stoßzahn nicht bekommen. Nein.
Auf keinen Fall. Danke. Dank mir, wenn wir hier lebend rauskommen. Gutes Argument. Das Ganesha nicht. Oh. Gut, dass ich das dabei habe. Schöner Türöffner. Aber es ist eine schöne Story, dass der Vater wirklich hier war. Ja, hier durch. Vögel. Wow, was ist das denn hier? Oh. Umwerfend. All diese Pracht und niemand kann sie sehen. Aber wie kommen wir da hin? Hab doch ein Foto gemacht. Und wir gucken mal unsere Fotos nochmal an. Was haben wir gerade gemacht? Das war das erste. Die rote Tür. Dann sind wir da angekommen. Das war das bei den Affen. Das war der Turm. Das war der Affe auf Nadines Kopf. Das war, wo wir einen Elefanten gestreichelt haben. Ist ziemlich hoch. Das ist die Stadt Belur. Ist tief genug aus. Das ist da, wo wir sind. Was sieht tief genug aus? Oder? Was Zeit? Höre einen Schatz. Ich glaube, den habe ich mir gegönnt. Eine Schildkröte. Oh, kennt ihr noch das Spiel Abzu? Habe ich auch mal geletsplayed. Solltet ihr euch mal reinziehen. Abzu. A-B-Z-U. Was ist das für ein Scheiß hier? Kommen wir da durch? Ah, komm schon. Fiese Wurzeln. Jetzt aber schnell hoch, 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 hoch. Okay. Oh. Alter, nice. Diese ganzen Höhlen mitten in Indien noch keiner erforscht hat. Finde ich schon ziemlich heftig. Eine Sanduhr. Warum nicht? Da weiß wohl irgendjemand jetzt nicht mehr, wie spät es ist. So, jetzt lass uns aber erstmal zu Asaf kommen, denke ich. Oder erstmal überhaupt irgendwo hinkommen. Da kommen wir wieder rein. Alles klar. Ah, oh, oh. Eieiei, Heiliger. Da kommen wir wieder rein. Komm, Lara. Das war mir so klar. Als ich hier unten die Felsspalten gesehen habe, da wusste ich, dass wir abstürzen. Noch ein Foto. Hey, alles okay? Tut mir leid, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache, aber... Hey! Nadine Ross! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Jetzt wieder bei der Sache? Flugscheißer! Die blöde Sau! Oh, schubst sie mich hier runter, ey. Boah, von da oben! Alter, wie hoch! Ich war ja auch mal in Südfrankreich-Canyoning machen und da konnte man auch, Was ist denn hier? Aus 12 Metern Höhe auch in so ein Canyon quasi reinspringen. War alles Naturgewässer. Es war ein richtig tiefes Loch, 10 Meter tief oder so. Ah, es war sau krass einfach. Werde ich nie vergessen. So, jetzt kommen wir aber dahin. Die blöde Sau schubst du mich hier runter. Aber cool. So. Ich hab dich im Auge. Ist ziemlich eng hier. Eng ist gut. Oh, hallo. Was für eine hübsche Stadt.
Jo. Oh. Die muss Finger wie ein Affe haben, gell? Lass mal ein bisschen duschen. Was für eine riesen Badewanne hier. Otto. Schatz. Was ist das denn für eine Figur? Kann nie was? Sieht nicht so aus. Komm, wir tauchen mal. Ah, guck mal hier. Sieh mal einer, guck. Wir holen erstmal ein bisschen Luft. Oh, komplett geflutet. Hier ist ein Durchgang. Sehr gut. Aber wie kommt hier Licht rein? Nur durch das Wasser hier unten, glaube ich nicht. Okay. Immer mit der Ruhe. Was? Wasser in den Ohren. Ich hasse das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Mein Gott. Wow. Siehst du das? Weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Ach du heilige Scheiße. Das trifft's. Was ist das für ein Ort? Ein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffen wir's. Na, wenn das nicht mal krass ist. Da gehen Treppen hoch. Sind aber ziemlich kaputt. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Hier ist erstmal ein Schatz. Shit. Mir fällt gerade was auf. Oh, was ich denn? Ich weiß, was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen? Ganz genau. Tja, dann müssen wir wohl Asaf finden. Oder er findet uns. Ich glaube auch, dass er uns finden wird. Zumindest seine Männer können da hochklettern links. Aber ich will mal kurz in die Ecke. Hier kann man nicht klettern. Schieber hat auch einen Dreizack? Der Trishula. Die drei Spitzen stehen für Schöpfung, Erhalt und Zerstörung. Aber in Halebet hielt Ganesha den Dreizack. Ja, Shiva hat damit Ganeshas menschlichen Kopf abgetrennt. Ach. Ja. Mit einem Dreizack, das stelle ich mir schwer vor. Ich wusste, dass hier noch ein Schatz liegt. Mal sehen. Wo meint sie hier? Also auf der anderen Seite ging es auf jeden Fall hoch. Hier geht es nicht hoch. Aber da geht's hoch. Ja, alles unter Wasser steht, ey. Aber gut, da regnet es ja auch rein, ne? Also es ist ja nur einfach ein Loch in der Decke. Hier drüben, Nadine. Alles klar? Hier scheint doch irgendwo ein Schatz zu sein. Vielleicht da oben. Wir gehen mal die Treppe hoch und gucken. Ach, hier kann man einfach hochklettern. Ah, coole Sache. Sieht schon besser aus. Ich sehe noch mehr Kurbeln hier in der Kammer. Der Schatz ist da hinten. Hm, was ist das da oben? Eins nach Flamme. Dem anderen. Okay. Ich drehe hier mal dran. Die Hand bewegt sich. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Vielleicht liegt es an der Größe der Statue, aber fällt jetzt erst die Königskobra um Shivas Hals auf. Das ist Vasuki, ein König der Nagas. Wesen, die als Königskobra erscheinen. Steht für seine Macht über Angst und Tod. Hm. Kobras sind meine Lieblingsschlangen. Ich glaube, ich habe keine Lieblingsschlange. Ich frage mich nur gerade, wie wir da hinten hinkommen.
Okay. Wir sind da auf die andere Hand. Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Ich meine, wir kommen jetzt hier rüber. So, warte mal. Das ist der Schatz. Sehr geil, den haben wir. Ah, da vorne ist noch eine Kurbel. Dann kurbeln wir die Kurbel. So, Kurbel, die Kurbel. Kurbel, die Kurbel, die Kurbel. Wow. Okay. Hast du das gesehen? Ich stehe doch genau hier. Das ist irre. Ich weiß. Okay, ich sollte mich beeilen. Was zu tun? Mal live. Fuck my life! Chloe. Oh, sie nennt mich mal Chloe, das ist aber nett. Mein. Es tickt. Wir können hier hoch. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh nein! Oh nein, 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 nein! Oh, super Vorschlag! Nicer Vorschlag. Ah, das war echt knapp. Aber wir sind drauf. Und jetzt können wir. Was genau tun? Wahrscheinlich nochmal die Kurbel kurbeln. Ich glaube, wir waren einfach zu langsam. So, wir kurbeln nochmal. Kurbel, kurbeln. Okay. Man muss ja erstmal vorher wissen, wo man hin muss. Bevor man hier die Kurbel kurbelt. Ich meine, dass das Ding nach oben geht. Ich weiß es doch. Wenn bevor man die Kurbel kurbelt, hatte man ja kaum Zeit, sich umzusehen. Und man wusste ja nicht, was passiert. Aber jetzt wissen wir es. Oh, halt dich da fest. Coole Aktion! Danke! Fast hätte ich meine Hose zerstört. Wow. Ich kann von hier mein Haus sehen. Wo denn? Wo ist das Haus? Boah, guck mal, hier sind da so hängende Balkone. Oh, warte, noch nicht springen. Mal kurz zurück. Und nochmal hoch. Boah. Da oben ist so eine Wellscheibe. Da würde ich sagen, bevor wir jetzt an dieser wunderschönen Wellscheibe drehen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, Pamarillos. Und da bin ich mal gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Seid ihr es auch? Wenn ja, schreibt mir ein Westside in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Also, bis dahin. Stay Pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben, viel mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.